Kleines Auto, großer Anspruch. Wir haben ein Volkselektroauto versprochen. Hier ist es, verkündet Opel-Chef Michael Loscheller bei der Weltpremiere des ersten rein batterieelektrischen Corsa E in Rüsselsheim. Ganz bewusst hatten die Rüsselsheimer ihre populärste Modellreihe gewählt, um die Elektromobilität aus dem Nischendasein zu holen und damit gleichzeitig den Flottenverbrauch zu senken. Ja, die Elektrifizierung ist natürlich ein Hauptbestandteil, um die CO2-Ziele der Zukunft zu erreichen. Und wir haben ja gesagt, dass unser Elektrikfahrplan steht. Heute haben wir die ersten zwei Fahrzeuge, den Grandland X Hybrid 4 und den Corsa E, vorgestellt. Und wir werden bis zum nächsten Jahr sogar schon 4 elektrische Fahrzeuge am Markt haben. Der Elektroantrieb war bei Opel schon immer ein Thema. So zum Beispiel beim GT-Modell von 1971. Und wird es wohl bleiben, wie die GTX Experimental-Studie auf Mokka-Basis zeigt. Ja, heute haben wir ein neues Kapitel in der Geschichte aufgeschlagen. Opel wird elektrisch. Aber Opel hat schon eine Menge in der Vergangenheit zum Thema Elektromobilität gemacht. Wir hatten schon vor 50 Jahren die ersten Konzeptstudien. Und wir sind auch mit dem Opel Ampera sehr früh 2012 gekommen. Das war ja auch Auto des Jahres in Europa. Insofern, wir haben dort viel Erfahrung, wir haben dort viel Know-how. Und das hat uns sehr geholfen, nun hier beizutragen. Denn nun kommt wirklich ein neues Kapitel in der Geschichte von Opel. Wir wollen Elektromobilität nicht nur für wenige anbieten, sondern für viele. Und damit kommen wir auch dem Markenversprechen von Opel nach, Innovationen zu demokratisieren und für viele Menschen zugänglich zu machen. Übrigens, laden kann man den neuen Corsa überall. Egal ob an der Haushaltssteckdose, Wallbox oder beim Schnelllader mit 100 kW. Hier benötigt man dann 30 Minuten für 80% Batterieladung.